Deine Internetseite ist scheiße. Mach dir eine neue. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Internetseite für Immobilienmakler. Und zwar stelle ich euch meine eigene Internetseite vor. Ich sage aber gleich, die wird aktuell noch überarbeitet. Und ich sage euch im Prinzip, was braucht ihr alles auf eurer Internetseite, wenn ihr zum Beispiel startet oder wenn ihr schon Immobilienmakler erfolgreich seid, aber ihr wollt euch noch verbessern. Und da gibt es einfach momentan so viele coole neue Tools, die ich euch gerne vorstellen möchte. Wie gesagt, anhand meiner eigenen Internetseite, und ich erkläre euch, was ihr noch besser machen könnt als ich aktuell. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall für dich dran zu bleiben, egal ob du neu bist oder schon lange im Geschäft. Also als erstes solltest du dir auf jeden Fall darüber bewusst werden, was willst du konkret nutzen. Willst du zum Beispiel eine fertige Vorlage nutzen? Sowas bietet beispielsweise 1&1 oder Wix an. Oder du nimmst eine WordPress-Seite. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Templates, die schon vorgearbeitet sind und die du dann einfach nur noch befüllen und bespielen musst mit zum Beispiel deinen eigenen Bildern, mit deinem eigenen Text und mit deinen eigenen Verknüpfungen zu deiner CRM-Software, damit auch deine Objekte auf der Internetseite angezeigt werden. Grundlegend ist es so, dass du natürlich im Voraus auch Inhalte brauchst. Bedeutet, du musst natürlich wissen, was willst du auf deiner Seite alles präsentieren? Wen willst du dort präsentieren? Willst du dich selbst als Personenmarke aufbauen? Oder willst du natürlich auch dein Team in den Vordergrund stellen? Das kommt jetzt einfach darauf an, wie viele Personen hast du schon bei dir im Unternehmen oder möchtest du alleine starten? Ich persönlich habe unsere aktuelle Internetseite mit Wix erstellt. Ich habe aber auch schon vor, ich glaube, 5, 6, 7 Jahren, als ich gestartet bin, schon mal ein Template von 1&1 benutzt. Ich war damit sehr zufrieden, aber der Nachteil ist, dass es sehr langsam ist und dass es auch nicht wirklich SEO-optimiert ist. Bedeutet also, bei Google wirst du relativ schlecht gefunden und die Aufbauzeiten der Internetseiten sind sehr, sehr lang. Deswegen empfehle ich dann doch eher eine WordPress-Seite. In der Regel brauchst du dafür aber auch einen IT-Spezialisten, der sowas umsetzen kann und der schon die eine oder andere Internetseite gebaut hat. Bevor du deine Internetseite erstellst, empfehle ich dir, dass du schon ein Logo hast, dass du schon ungefähr so ein CI hast, also Corporate Identity, damit man dich irgendwie auch wiedererkennt in der Zukunft, wenn man beispielsweise dich auf Portalen sieht, auf Plakaten sieht, auf solchen Fensterwerbungen, Immobilien zu verkaufen sieht und dass man dich natürlich auch auf deiner Internetseite sofort wiedererkennt. Und wirklich auch Fotos machen lassen. Lass wirklich mal professionelle Fotos von dir entwickeln. Lass dich fotografieren von einem Fotografen, der darauf spezialisiert ist, Business-Fotos zu machen, vielleicht auch vor einer Immobilie oder wirklich auch in deinem Tagesgeschehen. Ich zeige dir auch gerne einfach mal ein paar Bilder von meiner Internetseite. Die sind also alle keine Stockfotos, sondern alles individuelle Fotos von meinem Unternehmen, von mir in, ja, ich sag mal, Ekstase im Außendienst, beim Fotografieren und so weiter. Solche Bilder empfehle ich dir für deine Internetseite. Wichtig ist, dass du eine gute Struktur auf deiner Internetseite hast. Denn du hast ja verschiedene Kundentypen, die über deine Internetseite kommen. Bedeutet also, es muss für Immobilieneigentümer, aber auch für Immobilieninteressenten gut gestaltet sein und übersichtlich sein. Ich zeige dir das jetzt einfach mal anhand unserer aktuellen Internetseite. Will aber gleich sagen, die Internetseite habe ich irgendwann mal zwischen Weihnachten und Neujahr letztes Jahr erstellt. Also die habe ich selber gemacht. Und derzeit haben wir jemanden dran, der auch auf SEO spezialisiert ist. Und der macht jetzt eine komplett neue WordPress-Seite, dementsprechend darüber werde ich aber euch auch noch mal informieren. Wir starten, und zwar sind wir hier aktuell auf der Home-Seite und diese Home-Seite zeigt einfach ganz kurz, wer wir sind und was wir alles an Dienstleistungen anbieten, also von der Wertermittlung über Immobilienvermietung, Verkauf und die Objektsuche für Interessenten. Dann möchte ich direkt zu einem Tool kommen, was für Immobilienmakler mega spannend ist, denn das ist ein Generator von Eigentümern, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Und das ist jetzt die Frage, wie viel ist deine Immobilie wert? Und hinter diesem Tool, ich versuche das jetzt einfach mal anzuklicken, ich sitze hier gerade in einem Raum mit relativ wenig Internet, Empfang, aber hier kann man jetzt beispielsweise dieses Tool direkt nutzen.
Hier gibt es dann auch nochmal eine Kontaktmöglichkeit für uns und hier kann dann der Eigentümer auswählen, ob er sein Haus verkaufen will, seine Wohnung verkaufen will oder beispielsweise eine Wohnung vermieten will und er will einfach mal wissen, was ist dieses Objekt jetzt aktuell wert und dann kann er auch hier die Möglichkeit nutzen und kann dann auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und dann kommt natürlich dahinter noch ein relativ großes Formular. Wenn dich das interessiert, kannst du mich gerne nochmal anschreiben, dann gehe ich da im Detail auch drauf ein. Jetzt gehen wir aber mal zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Internetseite und seine Tools. Also wir waren auf der Home-Seite, wie gesagt, Entschuldigung für die, ja, für das langsame Internet hier aktuell. Aber hier haben wir zumindest Ruhe, denn draußen ist relativ viel los mit den Mitarbeitern gerade. Ja, dann ist hier noch ein bisschen was Persönliches. Hier stehen jetzt so ein paar Dinge über mich, was ich für Erfahrungen habe, was ich für Ausbildungen in der Immobilienbranche gemacht habe, was ich schon alles umgesetzt habe an Immobilien, an Abschlüssen und so weiter. Hier haben wir dann unsere Innovationen ausgestellt. Also wir haben zum Beispiel Staging und Styling, Drohnenaufnahmen, 360-Grad-Rundgänge, Objektvideos. Und wir haben unsere Werte auch auf der Internetseite verankert und das finde ich auch sehr wichtig, dass man da einfach mal sich selber auch klar wird, was ist mir persönlich wichtig, was sollen die Werte fürs Unternehmen sein und dann auch immer proaktiv mit den Mitarbeitern und auch bei den Kunden kommunizieren. Dann haben wir natürlich Referenzen auf der Seite. Wir werden auch in Zukunft höchstwahrscheinlich Videoreferenzen mit auf unsere Internetseite integrieren. Und wir haben Gründe, warum die Kunden mit uns zusammenarbeiten sollten. Und da sind dann unsere Services mit dabei, dass es bis zum Kaufvertragsabschluss auch kostenlos ist. Und wie man jetzt hier auch sieht, sind hier wirklich Bilder, die von uns selbst gemacht worden sind und die jetzt keine Stockfotos sind. Ja? Leistungsgarantie, genau, das ist auch noch so ein Thema. Ja, also das sind jetzt unsere persönlichen Fotos und da kann der Kunde einfach mal durchblättern, warum er uns beauftragen sollte. Ja, hier sind noch mal so ein paar Dinge, die auch interessant sind für Kunden. Wir haben eine Immobilien-Talkshow, das kann man sich einfach mal anschauen. Und dann haben wir natürlich auch hier die Verlinkung zu unseren Wohnobjekten, Gewerbeobjekten und unsere Mitarbeiter. Hier, We Want You, das sind also aktuelle Stellenausschreibungen und vieles mehr. Hier sind dann auch nochmal unsere Bürofotos, damit man so ein bisschen weiß, wie das bei uns aussieht. Ja, finde ich persönlich ganz spannend und ich glaube auch die Eigentümer interessiert das und sie sehen vor allen Dingen, dass man sich vom Wettbewerb abhebt. Das finde ich auch immer besonders wichtig und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Es ist wichtig, dass du weißt, was du besonders gut kannst. Was macht dich zum Vergleich im Wettbewerb besser als alle anderen? Was kannst du besonders gut und was nützt es deinem Kunden? Also du musst immer im Nutzen formulieren, was hat dein Eigentümer oder dein Interessent davon, wenn er dich und genau dich beauftragt. Ja? Also schau, dass du dein Alleinstellungsmerkmal herausstellst. Hier haben wir noch so eine kleine Ansicht über unsere letzte Opening Party unseres Showrooms in Eschwege und wir haben hier natürlich noch eine Kontaktmöglichkeit oder die Möglichkeit, uns zu besuchen. Genau, dann, das habe ich vorhin gesagt, du brauchst eine gute Struktur. Also hier haben wir jetzt unsere Eigentümer, für die wir eine eigene Internetseite haben oder nochmal eine eigene Seite, Unterseite. Und da gibt es dann VIP-Logins, hier gibt es die Möglichkeit, Interessenten zu finden, die Immobilie selbst anzubieten und nochmal Tipps, was man beachten muss, wenn man seine Immobilie verkaufen möchte. Und ja, das ist auch so ein Thema. Das sind jetzt ganz individuelle Tools für Immobilienmakler, die man nutzen und einsetzen kann auf Internetseiten. Es ist ja keine normale Internetseite. Du als Immobilienmakler musst schauen, dass du dich selbst präsentierst und dass du den Nutzen für deine Kunden in den Vordergrund stellst. Und wenn es um die Interessenten geht, dann sind es natürlich die Objekte. Das zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Und bei den Eigentümern musst du deine Leistung in den Vordergrund stellen. Also was hat der Eigentümer von dir? Und darüber kannst du ja auch die Eigentümer, ich sag mal, anziehen. Über diese Wertermittlungsmöglichkeit direkt auf der ersten Seite würde ich die auch bei dir platzieren. Ja, unter Immobilien finden dann die Interessenten die Immobilienangebote. Das macht natürlich absolut Sinn. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, also einmal arbeiten. Hier findest du deine neuen Erfolgsräume oder Erfolgsträume, so haben wir es genannt. Wir haben das Thema Wohnen, hier findest du dein neues Wohlfühlzuhause und Investment, hier findest du dein Betongold. Und dann kann man hier im Prinzip seine Suche
eingeben mit verschiedenen Schritten, was man sucht, in welchem Ort, mit welcher mindestens Fläche, wie viel Zimmer und so weiter. Weiterführend macht es natürlich auch Sinn, dein Unternehmen in den Vordergrund zu stellen, dass du einfach mal erklärst, wer bist du eigentlich? Ich habe hier jetzt eine persönliche kleine Ansprache drin, wo ich mich kurz vorstelle, das Unternehmen vorstelle, unser Team vorstelle. Und das macht auch bei dir natürlich Sinn. Karriere, we want you, das sind dann die Stellenausschreibungen. Dann brauchst du noch ein Impressum. Das Thema Datenschutz ist relativ wichtig. Das finden wir jetzt auch bei uns immer unten auf der untersten Ebene der Internetseite. Das zeige ich jetzt noch mal ganz kurz. Und das ist dieses E-Recht 24, was wir nutzen für rechtssichere Webseiten. Und das inkludiert im Prinzip dann auch das Impressum, die Datenschutzverordnung. Und da muss dann auch der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens drin sein. Das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie groß dein Unternehmen ist. Wenn du Einzelunternehmer bist und alleine Unternehmer bist und keinen Mitarbeiter hast, ist es ein bisschen einfacher. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger und wir brauchen auch einen Datenschutzbeauftragten, in dem Fall mich, weil es einfach ja, unumgänglich ist mittlerweile. Also auf unserer Internetseite ist es soweit alles verwirklicht, was jetzt aktuell im Trend ist für Immobilienmakler. Wir haben diese ganzen Innovationen drauf, wir haben natürlich generell unser CI drin, wir sind ja relativ bunt, innovativ, fröhlich, haben unser Logo mit drin, haben eigene Bilder, keine Stockfotos, das finde ich sehr wichtig. Wir haben dieses Eigentümer-Tool, wir haben Interessentenfinder-Tool, dann noch diese ja, 360-Grad-Rundgänge, die Angebote, 3D-Grundrisse, Drohnenaufnahmen und so weiter. Das ist natürlich schon sehr hoch, sage ich mal, das Level. Also es gibt wirklich alle Innovationen, es gibt das komplette CI, es ist sehr individuell und wir haben auch immer auf der untersten Seite oder im untersten Bereich die Möglichkeit, wirklich auch Kontakt mit uns aufzunehmen. Das ist wirklich wichtig, das ist so dieser Call to Action, ja, also dass ein Eigentümer sich bei dir meldet oder dass auch ein Interessent sich bei dir meldet, das geht dann direkt über die Angebotsfunktion. Und besonders wichtig finde ich für mich persönlich auch, dass du von Anfang an aus diese CRM-Software mit deiner Internetseite verbindest. Denn dann erst ist es dir möglich, dass die Angebote direkt auch in deine Internetseite eingespeist werden und du nicht jedes Mal einzelne Übertragungen machen musst, kopieren, einfügen musst, sondern dass es direkt verknüpft ist. Und sobald du ein Angebot neu anlegst, bei dir in der CRM-Software, kannst du es automatisiert übertragen auf deine Webseite. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, unwahrscheinlich effizient und sehr wertvoll. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, dass du ein paar Inspirationen für deine Internetseite mitgenommen hast. Wenn du startest, ist es auf jeden Fall sehr wertvoll, denke ich. Und ja, wenn du weiterführende Fragen hast, schreib mir hier unten einfach in die Kommentare. Oder wenn dich dieses Thema und generell dieses ganze Thema um die Immobilienbranche, Makler sein, erfolgreich werden, interessiert, dann macht auf jeden Fall auch mal ein Strategie-Call mit uns Sinn. Schreib uns einfach und wir connecten uns mit dir. Weiterführend lege ich dir meine Facebook-Gruppe ans Herz. Komm doch einfach mal rein, Million Dollar Makler, und dann wirst du hoffentlich registriert, angenommen und dann sehen wir uns dort vor Ort wieder. Unter Instagram findest du mich auch und dann kannst du mich einfach im Laufe des Tages in meinem Makleralltag begleiten. Und ja, wenn du das nächste Video sehen willst, aktiviere die Glocke und wir sehen uns hier wieder bei YouTube wieder. Bis dahin, ich bin Vanessa Wenck und tschüss.